Nachdem zum Auftakt des 49-Euro-Tickets die ganzen Punker auf Sylt waren, sind die jetzt eigentlich wieder weggefahren oder kümmern sie sich jetzt dort um die Nazis? Ja, Frage für einen Freund. Ja, jedenfalls sind jetzt alle Nazis auf Sylt, wenn man den Aufschrei in den Medien trauen könnte. Ausnahmslos, überall, wird jetzt über die bösen Nazis auf Sylt berichtet. Wohin Deutschland absinkt und so weiter. Jedenfalls, mich hat die ganze Panik jetzt dazu gebracht, mal zu googeln, was da wirklich los war. Fast hätte ich mich nicht mehr eingekriegt. Nur kann ich nicht mehr aufhören zu lachen, wie die jetzt alle durchdrehen. Sind ja einfach nur Nazis, die da in Sylt Ausländer raus und Deutschland den Deutschen schreien. Nein! Viel schlimmer. Nee, das sind einfach nur ein paar Jugendliche aus etwas wohlhabenderen Familien, die da auf Sylt einfach ein paar über und durch getrunken haben. Ich hätte fast Party-Szene gesagt, aber das Wort Party-Szene gilt ja im heutigen Sprachgebrauch eher für Grabscher und Vergewaltiger. Nee, die haben keine Wut auf Ausländer. Die werden sicher das Lied gerade gehört haben, wie ich es jetzt auch gerade erst gefunden habe. Aber ich kann nicht richtig sagen, wo es herkommt. Der Uploader bei YouTube nennt sich Welkenburg. Ursprünglich kommt das Lied ja von Gigi Agostino, aber halt mit einem anderen Text. Ja, und in der Bierlaune haben die sich jetzt wahrscheinlich darüber lustig gemacht und angehört und grüllen das laut mit. Am Gesichtsausdruck von den Leuten kann man ja doch auch sehen, dass die sich mehr oder weniger darüber lustig machen. Eigentlich sollte das jetzt als Satire durchgehen. Das soll sich keiner aufregen hier, das wären Nazis oder so, sind keine. Vielmehr als diese sogenannten Nazis macht man dann eher diese Anzeigenmentalität. Einer von der Gruppe soll seinen Job schon verloren haben, weil irgendjemand ihn bei seinem Arbeitgeber angekreidet hat. Und auch diese eher richtigen Nazis machen mir Angst. Aber mehr noch diese lustig feiernde Meute, die 2017 in Hamburg viel Spaß hatte. Und ja, ich denke, es nervt vielleicht schon, aber ich komme einfach nicht drüber weg, was bei der Partei Die Linken los war, als dieser Neudorfer seine Rede hielt. Da eine junge Antifa-Gruppe, wenn die AfD versucht, in der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er die wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich.
Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Ja. Also nicht so sehr die Rede. Es gibt halt solche gewaltbereiten Leute. Aber der ganze Saal jubelt hier. Nicht eine Gegenstimme scheint im Saal zu kommen. Nichts von wegen, dass das ja zutiefst undemokratisch wäre oder ähnliches. Wirklich? Ich habe dazu auch ein paar Fake-Checker angeschrieben. Ich hoffe ja immer noch, der hat das nicht wirklich gesagt. Aber von denen habe ich keine Antwort gekriegt. Im Web habe ich auch die Rede hunderte Mal gefunden, aber keine Richtigstellung oder so. Aber na gut. Zum Glück bekommt ja die Ex-SED nicht ganz so viele Wählerstimmen. So, das soll es ganz kurz gewesen sein. Bloß mal nebenbei. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.